Hit it, boys. Ja, so hat es auch noch nie gegeben, dass man mit 42 Punkten am vorletzten Spieltag nochmal einen Klassenhalt zittern muss. Die Situation ist jetzt aber so, wir nehmen die auch so an. Und ich denke, dass da die Tugenden wie Laufbereitschaft, Wille, Einsatz, Zweikämpfe annehmen ganz, ganz wichtig sind. Das sind aber auch die Tugenden, die uns über die Jahre hier in der zweiten Liga ausgezeichnet haben. Von daher nichts Neues für uns und wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt. Zuschauer spielen natürlich immer eine wichtige Rolle für uns Fußballer. Es ist immer schön, ein volles Haus zu haben. Das ist am Sonntag so. Wir wissen, dass sehr, sehr viele mitkommen aus Nürnberg, aber es ist trotzdem ein Heimspiel für uns. Und da appelliere ich auch an die Fans, dass die uns lautstark unterstützen. Und ich hoffe, dass wir dann unseren Beitrag am Platz zurückgeben können. Wie wir Nürnberg jetzt knacken können, werde ich hier jetzt im Interview nicht verraten. Wir haben uns natürlich einen Plan zurechtgelegt, wie wir es jede Woche machen. Also ist jetzt auch nichts Neues für uns, dass man uns irgendwie speziell auf einen Gegner vorbereiten muss. Wir wissen, wie sie spielen, wir wissen, wo sie ihre Stärken, ihre Schwächen haben und müssen schauen, dass wir die Stärken von ihnen schwächen und dort, wo sie Schwächen haben, über unsere Chancen zum Sieg zu kommen. Liebe Sandhausen-Fans, ich bitte euch, am Sonntag auch zu dem Spiel zu kommen. Wir wissen, dass sehr, sehr viele Leute aus Nürnberg mitkommen. Wir wollen natürlich der Mannschaft unten Parole bieten. Wäre super, wenn ihr da auch zahlreich erscheinen werdet und das zum Hexenkessel macht. Ist noch immer Heimspiel für uns, auch wenn es in den Medien vielleicht anders steht. Von daher nochmal der Appell von mir und von der Mannschaft. Bitte kommt zahlreich ins Stadion zum letzten Spiel und drückt uns die Daumen und unterstützt uns lautstark. Danke euch. Hartball TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.